Zack. Na guck. Oder geht der nächste rein? Ja, ich fange hier gerade Steinschill. Und das geht ganz gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass man den Steinschill vielleicht noch ein bisschen besser fangen kann. Mit dem Setup bin ich bisher, wie gesagt, ganz zufrieden. Ich fange auch schon einige. Aber lass uns doch mal versuchen, das ganze Setup noch ein bisschen mehr zu optimieren. Also, vom Setup her bin ich jetzt gerade, naja, vielleicht ein bisschen noch zu groß unterwegs für ein Steinschill. Ich glaube, das Erste, was wir hier machen, ist einmal das Vorfach kleiner. Das bedeutet, wir gehen erstmal runter von ungefähr 15 Kilo, gehen wir mal hier auf 9 Kilo. Es ist natürlich immer so ein bisschen tricky, dementsprechend natürlich die Bremse auch runter. Es ist immer natürlich ein bisschen tricky, sich an den Fisch ranzutasten, weil es gibt ja auch immer noch die anderen Kandidaten, die möglicherweise den gleichen Köder mögen. Da wir jetzt natürlich schon Mittag haben, gehe ich mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass jetzt hier nochmal ein Zander reingeht, eine Quappe reingeht oder vielleicht sogar ein Wels reingeht. Das ist natürlich deutlich gefährlicher in der Nacht und deutlich wahrscheinlicher auch, dass in der Nacht dann beim Jiggen auf diese Köder oder dann auf leichtem Setup, dass dann auch mal ein viel zu großer reingeht. Ich weiß noch, vor Monaten oder vor Jahren sogar war ich hier mal mit einem sehr, sehr leichten Setup. Ich meine sogar mit einem Ultralight Setup und habe sogar nur durchgeleiert. Habe ich gerade auch gemacht, hat auch gerade schon funktioniert in den Morgenstunden. Dass ich quasi nur, ich glaube es war auf Tempo 5, locker durchgeleiert habe und zack, war auch der Kandidat dran, ist der Steinschill reingeschossen. Also auch das funktioniert, auch das werde ich gleich nochmal testen und zeigen, ob das denn funktioniert. Einfach nur mit lockerem Durchleiern, ohne dass man da etwas machen muss. Das wäre natürlich ideal, ne? Also jetzt lassen wir mal eben hier schön durchziehen. Schön die ganze Zeit im Jig bleiben. Eine Umdrehung hier. Tempo 40 jetzt gerade. Auch da können wir vielleicht noch ein bisschen optimieren. Vielleicht ein bisschen langsamer reingehen. Vielleicht ist das interessanter. Und ich glaube auch die Hakengröße, da kann man gleich nochmal dran gehen. Ich hatte jetzt gerade gesehen, also diesen Spot hier gesehen, der wurde jetzt mehrfach schon beangelt. Zack, auf dem letzten Meter. Einen Döbel, den speisen wir aber wieder rein. Ich hatte gesehen, dass hier viel auch mit Laube geangelt wird, mit Güster geangelt wird und dass hier dann tatsächlich auch Steinschild-Trophies reingehen. Ist mir allerdings ein bisschen zu kompliziert und ich glaube, das muss alles gar nicht sein. Also das ist mir, glaube ich, ein bisschen too much. Gerade mit so Köderfischen muss, glaube ich, nicht. Ich suche gerade etwas, was so ein bisschen fischig ist. Hier sowas wie einen Provoker vielleicht. Provoker vielleicht hier in 8. Eher nochmal so ein bisschen silbriger. Guck mal, mit so einem gleichen Blautouch oben dran. Probieren wir den nochmal auf einem relativ kleinen. Jetzt 1er Haken, 9er Vorfach und dann der Provoker hier drauf. Einer, der übrigens auch immer wieder gut für Zander funktioniert. Aber ja, jetzt nehmen wir hier den kleinen Wolchow-Zander, den Steinschill. Also, einfach mal gucken, ob diese kleine Zanderart dann eben auch hier drauf schießt. 1er Haken für einen Fisch, der mit, ich glaube, 1,6 Kilo so ungefähr schon Trophy ist. Also es ist wirklich ein kleiner Fisch und trotz allem halt ein Räuber, also aggressiv. Und der schießt natürlich auch gerne mal auf auf deutlich zu große Köder. Man kennt das ja auch vom Barsch, die kleinen Barsche, die ballern auch überall drauf. Die sind da gnadenlos, egal wie groß der Köder ist. Selbst wenn es ein Barsch als Köderfisch ist, wird er attackiert von anderen Barschen. Gnadenlos. Und das machen wir uns einfach zunutze. Wir testen das hier einfach jetzt hier mit dem Steinschill, ob der da auch so Bock drauf hat. So, locker durchziehen. Und jetzt ist dann, wie gesagt, die Frage, wie fein müssen wir hier reingehen? Und natürlich die Frage, ist dieser Köder überhaupt attraktiv? Vielleicht ist der auch schon doch zu groß. Doch ein bisschen zu tricky hier. Ich habe auch zwischendurch immer mal wieder
bei der Jig-Führung Aussetzer. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das am Untergrund liegt, weil da müsste es immer an der gleichen Stelle sein. Oder ob es daran liegt, dass dann ein Fisch spawnt, er attackiert den Köder, man kommt aus der Jig-Führung raus, es hakt aber nicht. Würde bedeuten, der Haken ist entweder zu groß, der Köder vielleicht zu groß, also dass das irgendwie noch nicht so ganz passt. Ich gehe mal hier auf die ganz kleine Quicker-Serie. Nehmen wir mal hier den Quicker 5. Gucken wir gerade nochmal rein. Quicker 5, genau. Ganz klein, 1 Gramm. Das ist ja jetzt wirklich winzig. Das ist halt für Ultralight sozusagen eigentlich eher. Und ich werfe nochmal ein bisschen. Oh, das war eigentlich schon zu weit. Eieiei, so leicht ist es gar nicht. So. Weißt du was, wir leiern das einfach mal durch jetzt hier. Einfach ganz locker. Machen wir nochmal hier entspannt auf Tempo 5. Und dann gucken wir mal, ob da was reingeht. Bam. Na, guck dir das an, Alter. Zweiter Auswurf jetzt gerade. Ich habe noch mal ein bisschen mehr in Richtung Flussmitte geschmissen. Und da schießt der tatsächlich rein. Locker aus dem Handgelenk rausgeworfen. Gar nicht so weit. Ich mache das gleich noch mal. Und tatsächlich einfach nur gut durchgeleiert. Aber den ollen Barsch, den wollen wir nicht. Den wollen wir nicht. Also direkt noch mal so raus. Zack. Und noch mal einfach locker durchleiern. So, einfach hier auf Tempo 5, automatisches Einkurbeln. Das heißt, wir können uns schön zwischendurch noch einen Kaffee gönnen. Ah. Und so entspannt dann am Wasser stehen und angeln. Perfekt. So move that. So, schön locker durchballern jetzt hier. Und hoffen, dass der nächste reingeht. Es sind in der Regel oder häufig sind es so Köder, die so im silbrigen Bereich sind. Silbrig, weiß, gerne ein bisschen länglich, also so ein bisschen so kleine Fischform eben. Und dementsprechend funktioniert eben auch die Laube als Lebendköder ganz gut. Ja, dritter Versuch jetzt mit dem Köder, auch noch nicht so ganz ideal. Jetzt jiggen wir hier nochmal. Machen wir mal nur so auf so 130. Gucken wir nochmal, animieren wir diesen Quicker nochmal ein bisschen mehr. Ob der überhaupt interessant ist, wenn er selbst jetzt hier beim Jiggen nicht funktioniert, dann macht das, glaube ich, keinen Sinn. Hier ist schon wieder der Jig vorbei. Also, dreimal, viermal jetzt kein Ergebnis. Das bedeutet, ich gehe nochmal zurück hier auf die, entweder auf die Classic Shuts, 7,6 cm oder hier, nehmen wir mal hier den Minnow. Der ist nochmal ein bisschen größer und wir gehen nochmal feiner rein. Ich gehe jetzt mal knallhart nur auf 4 Kilo. Wir haben ausreichend Schnur drauf. Das ist hier die geflochtene Schnur vom Weihnachtsmarkt. 500 Meter sind hier drauf. Das heißt, wir können hier in einen ganz, ganz langen Drill gehen. Bremse nochmal locker runterdrehen. Je nachdem, wenn hier was zu Großes reingeht, können wir hier lange, lange, lange drillen. So, jetzt locker absinken lassen. Wir ziehen ja hier gegen die Strömung. Und jetzt nochmal gucken. Ballert da was rein oder nicht? Ich sag mal jetzt so ein Steinschill mit 900 Gramm, mit einem Kilo auf diesem 4 Kilo Fluorocarbon. Der wird schon ein bisschen Theater machen, das würden wir merken. Eine Quappe oder ein Zander wäre schon wirklich mies. Also im größeren Bereich natürlich. Die legen sich dann auch schön auf den Boden, machen sich richtig schwer. Und locker durchjiggen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Uhrzeit. Abendstunden oder die Uhrzeit bisher habe ich noch nicht getestet. Ich denke aber mal das gleiche in den Abendstunden, dass dann auch noch mal ein bisschen aktiver wird. Morgenstunden waren schon richtig gut. Und das ist ja häufig so, dass so gerade die Morgen- und Abendstunden so die ergiebigsten Stunden im Game sind, wo man dann auch am meisten fängt. Ja, auch so mit dem Setup bisher noch kein Ergebnis. Und wenn wir doch schon gerade so fein hier unterwegs sind, können wir doch einfach auch mal das feine Setup hier verwenden. Und zwar das Belaya Setup. Nehmen wir das einfach mal zur Hand. Und ich gehe nochmal rein jetzt hier in das aufgewertete Belaya Setup oder mit dem aufgewerteten Belaya Setup. 6,9 Kilo als Vorfach. Relativ fein und klein jetzt hier nochmal auch mit dem Jig. Also, da erhöhen wir nochmal eben das Tempo und jiggen jetzt hier nochmal ganz locker und fein rein. Es sind keine großen Fische. Das Risiko sind bloß die Beifänge sozusagen. Und was man sagen muss, es wird
schwieriger, wenn wir hier gegen die Strömung ziehen, dass das Blei richtig in den Jig kommt. Das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt. Das war vielleicht auch der Knackpunkt, warum ich mit dem anderen Setup manchmal aus der Jig-Führung rausgekommen bin. Ja, gegen die Strömung sinkt das Blei nicht schnell genug runter. Das heißt also, die Schnurspannung hält das Blei nach dem Jig locker in der Luft und es fällt nicht schnell genug runter, dass diese Jig-Bewegung kommt. Und dementsprechend kommen wir hier auch schlecht in die Jig-Führung rein. Was man natürlich machen könnte, wir sind ja jetzt hier direkt gegenüber vom Camp. Man kann eben hier mit dem Boot, zack, kurz hier rüberfahren. Man könnte vielleicht auch hier in diesem Bereich dann versuchen zu jiggen. Dass man dann einfach entgegenwirft. Oder, weißt du was, ich werde auch nochmal durchleiern. Ich werfe nochmal halb aus. So. Halb aufgeladen nur. Und ich leier auch nochmal durch. Wenn das klappt, wäre das natürlich auch ideal. Auch hier nur mal so auf Tempo 5. Bam! Oder geht er rein? Hammer! So soll das natürlich sein. Perfekt. So soll das natürlich sein. Also wenn das so klappt, ist das natürlich jetzt richtig gut. Da ist er in klein. Also nochmal halb aufgeladen. Und locker durchziehen. Einfach. Genau, jetzt sinkt er langsam runter. Man sieht so ein bisschen an der Schnur. Zack. Und dann wieder einfach über den Grund geschliffen. Und dann hoffen wir, dass dann da auch gleich direkt der nächste reinschießt. Bam. Oh, der war ein bisschen größer. Der hatte Bock. Oh, da machen wir mal die Bremse ein bisschen leichter. Beim nächsten Mal, dass er ein bisschen abziehen kann. Und wenn er ein bisschen gezogen ist, dass wir dann erst anschlagen. Oha. Bam. Jetzt, siehst du, da schießt er wieder rein. Zweiter Versuch. Jetzt erst die Bremse hoch. Alter, so macht das doch Bock. Schön ein bisschen rumprobieren und gucken, wie man denn hier den Steinschill überlistet. Und vielleicht ist das ja auch eine ganz entspannte Methode. Bremse wieder ein bisschen lockerer machen. Locker auf 5 einfach nur hier einkurbeln. Und gucken, ob er Bock hat, der Steinschill. Und hoffen, dass dann hier, und das ist ja hier der Nahbereich, ich zeige das gleich nochmal auf der Map, dass er dann hier in dem Bereich, ja, zum einen dann keine Zander reingehen, also die großen Zander und dann natürlich auch im Idealfall nicht die Quappen. Die sollen schön in den Löchern bleiben. Wir sind ja jetzt hier quasi vor dem Loch noch, eher im flachen Bereich. Bam, und da schießen wieder eine rein. Die sind aber auch aggressiv. Sehr, sehr, sehr cool. Also, macht schon wirklich Bock. Bisher noch keiner, der so richtig in die Bremse gegangen ist. Aber das kommt vielleicht jetzt gerade in den Abendstunden. Sie werden auch wieder ein bisschen größer. Also einfach noch mal ein bisschen weiter testen. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier gleich in der Nacht die großen Zander reingehen. Von der Position her, das wollte ich ja noch mal eben zeigen. Ich bin quasi hier in diesem Bereich und ich werfe auch gar nicht so weit aus. Das heißt, wir kommen hier, wir jiggen quasi hier bis zu dieser Kante und ziehen hier lang. Mehr ist das nicht. Dieses ganz kleine Stückchen, wir wollen gar nicht hier in diesen tiefen Bereich rein, denn da sind die großen Brocken. So weit müssen wir gar nicht werfen. Für den Steinschill reicht hier diese Area. Und was man natürlich auch noch testen kann, auf Grund dann hier mit Laube zum Beispiel oder mit Güster als Köderfisch. Das heißt, wenn man mal so eine Stunde am Windenbach unterwegs ist und man hat allerlei an Köderfischen, dann kann man die natürlich auch gerne mal hier verangeln. Also, Petri Illumils, ich bin gespannt, was das Ganze hier so an Kohle bringt. Ich blende das gleich nochmal eben hier ein. Und dann gucken wir mal, was hier noch so abgeht. Und vielleicht fange ich ja mal nach langer Zeit wieder eine Steinschild-Trophy. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Gefällt mir, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Immer um 19 Uhr. Petri.